Seid ihr bereit für Super Metroid? Vielleicht das Finale? Vielleicht ist das das Finale von Super Metroid. Wir wissen es nicht. Eins ist sicher, weiter geht's. Wie auch immer. Oh! Oh, man kriegt viel Muni von denen. Oh, Kacke. Bombe. Vielleicht bringt das ja was. Nein, bringt nix. Scheiß Spast. Hallo? Bringt das gar nichts, oder? Nein. Oh, oh, das ist knapp. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Spasti, geh nach Hause. Hör auf, an mir zu saugen. Oh nein, oh, ich dachte gerade, hier hat eine Bombe zu viel gelegt. Nein, ich will nicht verbrennen da drin. Ich will nicht qualvoll sterben. So. Ich glaube, es bringt mehr, die mit Supermissiles abzuknallen. Ich glaube, ich muss die erst einfrieren. Zack. Ja, sonst zockt das dir nichts. Ich muss die erst einfrieren, das gibt's doch nicht. Ihr Schweine, muss ich euch erst einfrieren, ey. Ich geh euch gleich kastrieren. So. Na, penetrieren. Ha, noch besser. Ja, was soll denn das? Warum muss man die erst einfrieren? Das ist doch voll sinnlos. Zack. Du wolltest es wohl nicht anders. Ich hab deine Cousine gepoppt. Ha! Und deine Cousine gleichfalls. Auch, meine ich. Das klingt jetzt so komisch. Gleichfalls. Ja. Lieber erstmal den Eisstrahl aus. Ja, okay. Und die. Oh, die kommen auch. Ey, die gibt's aber auch in I Wanna Be the Guy. Das sind diese Dinger, die sind. Nein! Spast. Verpiss dich. Alter, wie viele Bomben brauchen die von denen? Oh, aber immerhin sind die jetzt auch schon tot. Oh, schön. Und jetzt geht's gleich schon wieder vom Vorneweg los, der Weg hier. Nur weg. Einfach nur durch. Ich hab keinen Bock auf euch. Wenigstens muss man die hier nicht alle besiegen, weil das wäre ja jetzt schon wieder scheiße. Okay. Was auch immer dieser Raum jetzt hier zeigen sollte. Die ganzen Gegner sind zu Stein geworden. What the fuck? What the fuck? What the fuck, was ist los? Junge, verpiss dich. Verpiss dich von mir, verpiss dich von... Nein! Ja, genau! Sag mich halt aus! Ich kann nicht schießen, ich kann nichts machen! Ja, fick dich halt! Ach so. Ach so, das ist gewollt. Okay. Ich wollte gerade sagen, hier, du Spann. Was ist das für ein Riesen-Metroid? Wo kommt der her? Der macht komische Geräusche. Oh, wir haben ihn abgeknallt und jetzt ist er weggeflogen. Leute, was hat das hier alles zu bedeuten? Ich würde jetzt gerne mal hier Licht in, hinter die Sache haben. Oder wie man das nennt. Das wäre nämlich schon mal schön, wenn man hier plötzlich wüsste, was los ist. Hm. Irgendwie ist mir. Ja! Leute, man kann hier seine Muni auffüllen. Wie geil ist das denn? Und hier Energy das. Bitte, 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 bitte. Ja! Okay, man kann ja Energie auffüllen. Das ist schon mal schön. Nö, also meine letzte Bombe möchte ich jetzt hier nicht verschwenden. So, das. Jetzt hier nicht. So, den haben wir hier verballert. Mal geschickt. So, ich bin gespannt. Da unten ist noch ein Save-Punkt. Also, es schaut mir hier sehr stark nach Finale der Story aus. Ich würde jetzt aber gern wissen, was aus diesem kleinen Metroid geworden ist. Den wir eigentlich nach Ridley finden sollten oder so, aber wo das Glas irgendwie kaputt war. Würde mich jetzt mal interessieren, wo der ist. Also, ob wir den jetzt noch finden können oder ob der gestorben ist oder ach, ich weiß nicht was.
So, hier, komm. Would you like to save? Yes. Okay. Gut, wir haben noch relativ viel Munition. Ich bin gespannt, was der Final Boss ist, vor allen Dingen. Also unter dem letzten Endgegner kann ich mir gerade irgendwie gar nichts vorstellen. Ich habe nur auf YouTube ein Bild gesehen, ein Bild im Sinne von pass mal auf. Das scheint nichts zu bringen. Leute, es sieht hier genauso aus wie in I Wanna Be The Guy. Sieht genauso aus. Boah. Nur, dass die verdammt viel aushalten, diese Türen. So, ob ich nochmal zurückgehen kann und meine Munition nochmal auffüllen kann? Ich bin gerade echt unsicher, aber das wird es ja irgendwie bringen. Oh, hört auf, mich abzuknallen, ey. Das ist schlimmer als I Wanna Be The Guy, weil hier kommen diese plötzlich, die Sachen. Jetzt weiß ich, wofür ich das ganze Spiel lang diese ganzen Missiles gesammelt habe. Jetzt wird mir einiges klar. Oh, das ist Mother Brain. So, mein lieber Freund. Den knall ich jetzt mit Super Missiles ab. Der soll sterben. Der muss ja auch irgendwas mit der Story zu tun haben oder so. Und deswegen stirbt er jetzt, weil er irgendwas Böses muss er ja gemacht haben. Alter, ich hab dich doch schon so oft abgeknallt. Was? Achso, jetzt ist besiegt. Huh. Alter, ich denk mir nur, was ist los? Und jetzt verschimmelt der oder was? Git. Das sieht ja auch nicht sehr appetitlich aus, irgendwie. Kann ich ihm noch irgendwas... Scheint nicht. Ja, was... Oh Gott. Oh Gott, was bist du denn für ein spastiges Vieh? Gehört das zu Mother Brain dazu, oder ist das irgendjemand, der sich da in ihren Körper oder sein oder es ist Körper? Ist das eine Bombe oder was? Ja, okay, es ist eine Bombe. Okay, ich glaube, hier muss ich mit den Super Missiles arbeiten. Alter, ich habe dich so oft getroffen, du musst gleich zugrunde gehen, Mann. Alter, ich hab doch... Hallo, wie viele Super-Missiles kannst du denn vertragen, bitte? Das kann doch nicht sein. Ich hoffe, das ist nicht dein Ernst, mein Lieber. Oh, scheiße. Ich bin gleich tot, ey. Meine Fresse, was ist los? Ja, hörst du mal auf, bitte. Ja. Ist ja kein Akt. Ja, wie soll ich dich denn besiegen, bitte, wenn du so viel Energie hast? Das macht in meinen Augen wenig Sinn, dieser Bosskampf, weil... Keine Chance, ich habe dem so viele Supermissiles ins Hirn gejagt. Das kann eigentlich fast gar nicht mehr sein. Ich meine, man soll ja nicht die Spielelogik hinterfragen, aber... Wie kann man so viele Raketen im Kopf aushalten? So. Was ist... was? Ich frage mich gerade nur, was ist... Okay, also... Anscheinend... Meint das hier jemand ziemlich ernst? Okay, ich glaube, auf meine Energie sollte ich hier im Vorderraum aufpassen. Kann ich nicht. Zu viele feindliche Schüsse und... Ah, mit dieser Rolle kann ich das natürlich alles kaputt machen. Kann ich die natürlich abwehren. Quasi.
Boah, die halten viel zu viel aus. Boah, ihr seid ja mal zum Kotzen, ey. Was ist los? Habt ihr ein Problem mit mir oder was? Könnt ihr ruhig sagen. Braucht ihr mir nicht verheimlichen. Aber ich... Hallo? Alter. Boah, also das ist ein richtiger Dreck hier gerade. Ui, ja. Ausweichen. Wie soll man denn hier bitte ausweichen? Sicher doch. Ich will nicht das Glas treffen, ich möchte Mother Brain treffen. Ja, jetzt sind meine normalen Missiles gleich schon wieder im Arsch. Also ich glaube, ich habe zu wenig Missiles gesammelt in dem Spiel, kann das sein, weil irgendwie... Jo. Okay, endlich. Jetzt habe ich noch 26 Super Missiles für den Boss. Wenn ich alle treffen würde, dann 26 Super Missiles sind so viel wie... Wie viele normale Missiles? 26 mal 5? 130 normale Missiles sind 26 Super Missiles. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn öfter als 130 Mal damit treffen müsste. Jetzt müsste ich nur mit jedem dieser Super Missiles treffen. Alter. Das ist krank. Oder es zählt nur bei den Türen, dass man die fünfmal mit denen treffen muss. Und die sind gar nicht fünfmal so stark, diese Super Missiles. Könnte natürlich auch sein, aber das wäre natürlich jetzt scheiße. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur bei Türen zählt. Aua. Ich sag einfach mal Aua, wo ich nicht getroffen wurde. Alter, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich dich denn bitte besiegen? Ich könnte jetzt natürlich mit diesem Strahl kaputt machen. Wenn ich genug ausweiche, müsste es ja funktionieren. Zack. Ja! Ich glaube, in der Attacke fängt er erst ab einem bestimmten Zeitpunkt an, kann es sein. Wow! Den muss aber mal gut, mein Lieber. So. Was will er jetzt? Stirb! Alter, hör auf! Junge! Hör auf! What the fuck? Alter, what the fuck, was ist jetzt los? Samus, stehst du mal wieder auf? Was soll das? Leute, hallo? Ich kann nicht mehr aufstehen! Ja, verarsch mich. What? What the fuck? Gib's ihm! Ja, kann das sein, dass der Metroid dieses kleine Ding und so in der Kapsel hatten? Ich glaub's langsam. Mach ihn platt, mach ihn platt! Kill ihn! Boah, das wäre episch jetzt. Also das wäre echt ein episches Ende. Mach ihn kaputt! Los! Das packst du! Boah, ey, what the fuck? Das sieht schon so brutal aus hier gerade. Nein! Junge, geh weg! Hör auf! Oh, ich dachte schon. Nein! 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 Geh! Was zum? Was zum? Er hält mich? Gibt ihm jetzt seine ganze Kraft, oder wie? Oh, oh. Nein! Pass auf! Pass auf! Metroid! Nein! Okay. Ich fiebe hier gerade richtig mit, merke ich. Nein! Junge! Hör auf! Hör auf!
Alter, wenn du meinen Metroid umbringst, du spürst die Rache des Crazy Zocker, ich schwör's dir. Nein! So, mein Lieber. Du hast es nicht anders gewollt. What the fuck, was ist jetzt los? Boah, epic shit. Ich mach dich tot, ich mach dich tot. Was hast du meinem Metroid angetan? Was soll das? Du wirst sterben. Du wirst sterben. Du wirst so zur Hölle fahren, Alter. Boah, wie die mich gerade voll wütend machen, irgendwie dafür, dass der mein Metroid getötet hat. Jude, du wirst dafür. Schmor in der Hölle, du Bastard. Scheiß Ding, ey, stirb, fahr zur Hölle. Aber mein Mattress. What? Was? Zeitbombe aktive. What the f. Ja, Ich weiß, das wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Cut, aber ich habe keinen Bock. Oh Gott. Das ist ja richtig epic irgendwie, das Ende jetzt, aber. Wow, sind das diese Krieger, die eigentlich unbesiegbar waren, den ich da gerade mit einem Schlag weggeputzt habe? Nein, sag nicht, ich muss jetzt hier. Nein, okay, jetzt. Das schaffe ich doch nie im Leben rechtzeitig. Ich bin hier. Ich bin den falschen Weg gelaufen, kann das sein? Ich schaffe das doch nie im Leben rechtzeitig hier. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schneller, schneller. Oh Gott. Schnell, ihr sterbt jetzt alle. Geht alle weg. Ich muss nach Hause. Geht weg. Geht weg, ich muss nach Hause. Lass mich durch. Lass mich durch, ich bin Arzt. Wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Hallo? Ich hab keinen Plan, wo es jetzt hier lang geht, aber. Aber ist ja kein Ding. Ich glaube, ich schaffe das jetzt hier noch rechtzeitig, weil sonst. Wäre das jetzt ziemlich epic fail, weil dann müsste ich den Boss nochmal machen und so. What the fuck? What the fuck? Doom! Geh weg! Lass mich durch, ich bin Arzt. Da oben ist. Da oben, ich muss da oben hin. Gott, oh Gott. Oh, sterbt alle. Sterbt. Lass mich durch. Ich hoffe, ich komme jetzt hier rechtzeitig raus. Oh Gott, nein. Im Moment ist es. Das ist doch das, wo. Das ist doch das, wo. Wo es angefangen hat, hier das ganze Dings, oder? Jetzt muss ich hier rechtzeitig hoch, oder wie? Ich schaff das nicht, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht, ich schaff. War das nicht die Tür, wo ich mich sogar gewundert habe, wie ich da reinkommen soll? Das ist ja geil gemacht. Das ist geil gemacht, aber. Ich habe trotzdem episch gefällt in diesem ganzen Spiel. Und jetzt raus hier. Ganz schnell raus. Ja, wir sind tatsächlich wieder am Anfangsort. Und hier explodiert alles, hier geht alles in die Luft. Lass mich durch. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, also das ist episch. Das haben sie richtig episch gemacht. Fuck, ich muss hier durch. Oh, nein, wir haben keine Zeit mehr. Ah, Alter. Okay, das Ende ist richtig gelungen von dem Spiel. Aber schnell durch. Go. Hä, hey, Moment mal. Sag mal, explodiert jetzt hier alles, oder was? Explodiert alles, wo wir hier waren, oder wie? Was ist hier unten hin? Wie komme ich hier rein? Wie komme ich hier rein? Hallo? Ja, toll. Schön, dass ihr mir sagt, wie ich jetzt hier reinkomme. Ach so, einfach nur noch. Okay, das wäre jetzt noch fair gewesen, wenn ich da jetzt noch gestorben wäre. Los, flieg weg jetzt. Flieg weg. Ja. Okay. Huh. Tschüss, Planet. Das war jetzt das, wo wir drauf waren, auf diesem Planet, oder wie? Oh, ich glaube, der zerfällt. Oh yeah. What the fuck?
Okay. Ich würde sagen, das ist, ach so, das ist das Raumschiff. Der arme Kameramann. Vier Stunden, 58 Minuten. Okay. Okay, ich muss sagen, erstmal mein Feedback zu diesem Spiel. Es ist eigentlich ziemlich lustig und spaßig, bis auf, dass es Geheimnisse gibt, die kann man nicht finden. Oder das, wo ich meine Aufnahme zum Glück verloren gegangen ist, weil sonst hättet ihr da echt 50 Minuten sehen müssen, wo ich den Weg suche, wo es da zum zweiten, beziehungsweise zum ersten richtigen Boss hingeht, zu diesem Crate, irgendwas oder so, oder Cray, oder wie der einfach nur hieß. Weil das kann man nicht finden, das kann man eigentlich gar nicht finden, oder? Jetzt auch, wo es zum Ende hinging. Woher soll man wissen, dass es da ist und so? Naja. 100% ist eigentlich unmöglich, oder? Überhaupt ein Blind-Let's Play von Metroid mache ich nie wieder, weil Blind und Metroid, das verträgt sich nicht so gut. Aber das. Also, das Ende hat mich echt umgehauen jetzt. Das war wirklich epic gemacht. Nur es eigentlich keinen Sinn gibt. Jetzt ist der Metroid gestorben, wegen dem wir uns auf die Suche begeben haben, oder was? Deswegen macht das alles gar keinen Sinn, aber gut, das Let's Play hat mir auch Spaß gemacht, das immer wieder aufzunehmen und so. Ich habe halt manchmal zwei, dreimal über 30 Minuten Part gemacht, einfach so, weil ich Bock drauf hatte und ja. Und ich denke mal, viel kommt jetzt hier nicht. Ich spule das mal nebenbei ein bisschen vor. Also, wie gesagt. Das habt ihr nicht gesehen, dass es nur 63% sind. Das ist eine Illusion. La 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 la, verdammt. Gott, habe ich wirklich nur 63% gesammelt? Alter, egal. Jedenfalls würde ich sagen, 63% ist doch eigentlich ganz gut für Blind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ja mal, wie sich ein paar gewünscht haben, ein Spiel, was ich nicht so gut kann und auswendig und so. Von daher hat es euch sicher gefallen, dass ich mich gequält habe damit. Ich würde sagen, bis zum nächsten Projekt. Eure Crazy Zocker. Verdammt, ich habe mich mal versprochen. Euer Crazy Zocker. Bis dahin. Ciao.